Guten Tag, meine lieben Freunde, zu eurem Spezi-Samstag und der ersten Spezi-Ausgabe von Community Call. Wir rufen euch an zu einem ganz bestimmten Thema jedes Mal. Was ist denn da los bei Justin Bieber und Selena Gomez? Ich weiß nicht, also ich glaube, die scheinen wieder zusammen zu sein. Und uns beide interessiert es natürlich total. Was denkt ihr dazu? Die wurden nämlich beim Segway-Ausflug gesichtet, auf einem Campingplatz. Das haben wir euch aber gefragt und rufen euch jetzt dazu an. So, wir rufen jetzt erstmal die Alena an. Die hat uns ihre Nummer geschickt, so frei wie sie war. Logischerweise. So, ich schau jetzt mal an. Hallo? Hallo Alena, hier ist der Christoph Krachten. Du hast uns ja deine Nummer geschickt. Ja. Und wir haben eine Frage an dich. Und zwar, hast du ja vielleicht mitbekommen, ich denke mal, dass du die Bravo ja des Öfteren liest, dass Justin Bieber und Selena Gomez wahrscheinlich wieder zusammen sind. Was sagst du dazu? Wieso das denn? Magst du keinen Justin Bieber? Naja, ich mag das Album, aber sonst nicht. Du magst das Album, aber ich persönlich nicht. Ich musste den Musikfilm gucken mit meiner Freundin. Und, war schön? Naja. Wünschst du den beiden Glück für ihre Beziehung, die vielleicht ja kommt? Ja. Ja. Ja, ne? Ja, ja. Also wenn du zur Hochzeit eingeladen werden würdest, würdest du hingehen? Ja. Ja gut, okay. Wer würde das denn nicht, ne? Da aber muss reinsprechen. Hallo, guten Tag. Ihre Goldkette wurde mit ihrem Namen versehen. Die können die jetzt abholen kommen. Wir sind die beiden Zwillinge aus dem Internet, die du deine Nummer geschickt hast. Ach, du Scheiße, Alter. Justin Bieber und Selena Gomez wurden bei einer Segway-Tour gesichtet und man sagt jetzt, sie kommen wieder zusammen. Was ist denn deine Meinung dazu? Die interessieren mich eigentlich weniger. Also ich finde, die kann nicht singen. Jeder darf den lieben, den er will, ne? Ja, außer Tiere. Außer Tiere, ja. Kommst du gerade aus dem Bett oder wieso bist du so verschlafen? Ja, richtig. Schule schwänzen ist aber nicht gut, ne? Ja, ich doch nicht. So, ruf ich so eine Timo an. Ha, Metzgerei Müller, ihr Fleischsalat kann abgeholt werden. Was hältst du davon, dass Justin Bieber und Selena Gomez wahrscheinlich wieder zusammenkommen? Gibt's wieder schön Sex für beide, ne? Bist du eifersüchtig auf die Selena Gomez, weil die den Justin Bieber küssen darf? Aber wir machen das klar. Beim nächsten Red Carpet Event, dann geben wir dem Justin deine Nummer. Ich glaube, ich spring den einfach an. Ich komm mit und spring einfach rein. Genau. Einfach anspringen. Ja. Ja, gut. Okay, der Kai ruft gerade an. Ich muss dich mal eben wegdrücken. Okay. Okay. Tschö. Ja, aber hast du mich angerufen? Ja. Eine Frage. Klingt wie mein Vermieter. Selena Gomez mit Justin Bieber, wie der wahrscheinlich am Rumturteln ist. Ich hätte eine Frage. Ja, deine Meinung. Aber ehrlich. Ja, ich finde das doch ein super Pärchen, ne? Das ist ja, ne? Das Klasse, ne? Da kann man sich wieder auf die Poster der Bravo freuen, ne? Bist du eifersüchtig auf Justin Bieber, weil ja der Selena Gomez einen Kuss auf die linke Schamlippe geben darf? Ja, ich habe letzte Woche hab ich mich mit ihm geboxt, deswegen, aber... Hast verloren. Ja gut, dann wünsche ich noch viel Spaß, ne? Wir freuen uns auf den Track mit Massiv von dir. Ja. Und ja. Wir sehen uns dann wieder beim... Badminton spielen, nächste Woche Samstag, ne? Alles klar. Alles klar, tschö. Ciao, ciao. Hallo? Hallo? Hier ist der Domian. Du hast gestern angerufen und wir konnten dich nicht mehr reinnehmen, war schon 1 Uhr. Justin Bieber und Selena Gomez, die sind wahrscheinlich wieder zusammen. Sag mal, das kann ja wohl nicht angehen, oder? Dennis hat nämlich heute in der Bravo gelesen, dass die beiden gesichtet worden sind, zusammen auf dem Campingplatz. Aha. Ja. Also, wahrscheinlich wieder Big Love. Ja, das kann ja wohl echt nicht angehen. Wie findest du Justin Bieber? Findest du den süß? Nee. Wieso? Wen findest du denn süß? Euch? Ja, gut. Das ist komisch, dass keiner Justin Bieber-Fan ist. Und ich hasse das ja. Ist eine absolute Lüge von euch. Versteht ihr? Gibt das doch, als ob ihr euch schämen müsst. Ich dachte, ihr seid Belieber. Hallo? Herzlich willkommen, Lampenschirme Deusner. Ihr Lampenschirm ist fertig. Hast du noch geschlafen oder bist du wieder ins Bett gegangen? Ja. Und zwar haben wir heute Mittag gelesen, dass Justin Bieber und Selena Gomez auf einem Campingplatz gesichtet worden sind und wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder zusammenkommen. Was sagst du denn dazu? Das ist natürlich ganz spannend. Bist du denn ein Belieber? Ja, total. Wünschst du den beiden denn viel Glück oder sagst du, die Selena Gomez ist eine Bitch?
egal. Egal. Sag, ich soll singen. Hallo? Polizei Hamburg, BKA. Die haben gestern im Lidl 2 Dosen Ravioli entwendet. Wir haben uns informiert auf einschlägigen Seiten, dass Selena Gomez und Justin Bieber auf einem Campingplatz gesichtet wurden und wahrscheinlich wieder bald in den nächsten Tagen zusammenkommen. Was ist denn deine Meinung dazu? Und ihr sagt nicht egal, denn alle vor dir haben egal gesagt. Also eigentlich interessiert mich das ja nicht, aber wer das soll ich mit dem machen, was sie für richtig hält und... Bist du dann Belieber durch und durch? Nee, gar nicht. Warst du denn in diesem Kinofilm drin? Nein, auf keinen Fall. Nein. Nee, für sowas gebe ich kein Geld aus. Lisa, glaubst du an den Yeti? Wie bitte? Glaubst du an den Yeti? Den soll es ja geben. Der soll ja auch auf dem Campingplatz gesichtet worden sein. Auf dem gleichen, wie wo Justin Bieber war. Vielleicht machen die beiden ein Lied zusammen. So Leute, das war der Community Call für diese Woche. Ein heißes Thema und es wird hoffentlich in den Kommentaren heiß diskutiert. Denn die Kommentarfrage ist wie folgt. Ich? Möchtet ihr, dass Justin Bieber und Selena Gomez wieder zusammenkommen? Genau. Ja oder nein? Genau. Und eine Sache ist wichtig, dieses Format ist ein relativ aufwendiges Format und das können wir nur weitermachen, wenn ihr uns Feedback gebt. Also, wenn ihr wollt, dass wir nächste Woche wieder Leute anrufen, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben und kommentiert. Genau. Ich werde nicht angerufen. Das war die Folge. Wir haben euch gerade gesagt, was ihr machen müsst. Ja, viel Spaß, ne? Danke. Und wenn ihr auch mal anrufen werden wollt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Wir bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben. Und ihr seht links und rechts die Videos von vergangener Woche. Das letzte Spezi und die letzte Show. Ja, habt Spaß, ne? Wunderbar. Alles klar. Dranbleiben. Bis zum nächsten Dienstag. Da gibt es nämlich ein Video zum Thema Disney. Und da müsst ihr einschalten. Weil sonst kommt ihr Donald und haut euch kaputt. Genau. Wir gehen jetzt eine neue Prepaid-Karte kaufen und dann sehen wir uns.